Aus Politik und Wirtschaft kommt überwiegend Zustimmung. Der Bund verstaatlicht den angeschlagenen Energieriesen Uniper. Geplant sei eine Übernahme des größten deutschen Gasimporteurs zu fast 99%, kündigte Wirtschaftsminister Habeck heute an. Damit solle die Energieversorgung für das Land sichergestellt werden. An der geplanten Gasumlage will Habeck trotzdem festhalten, unter der Voraussetzung, dass die Umlage einer neuen rechtlichen Prüfung standhält. Gas soll in deutschen Haushalten nicht knapp werden. Um das zu garantieren, teilte Wirtschaftsminister Habeck mit, der Bund übernimmt den Gasimporteur Uniper. Uniper hat einen Anteil in ihrem Portfolio von 50% aus russischem Gas und steht für 40% der deutschen Gasversorgung. Das zusammengenommen zwang zum Handeln. Es wird eine teure Rettungsaktion. 8 Milliarden Euro soll Uniper als Kapitalspritze bekommen. 99% übernimmt der Bund an dem Konzern. Die Verstaatlichung kann aber gut 3 Monate dauern. Die EU muss noch zustimmen. Darum hält der Wirtschaftsminister vorerst an einer Gasumlage vom 1. Oktober an fest. Uniper plant schon damit. Bis Ende September wird Uniper alleine fast 9 Milliarden Euro an Verlusten schultern müssen, die aus den Lieferkürzungen von russischem Erdgas entstehen. Das bleibt bei uns. Und erst ab dem 1.10. können wir dann einen Teil dieser Kosten, 90% der Kosten, weitergeben an die Erdgaskunden in Deutschland. Die höheren Gaspreise sollen dann über die Umlage auf alle Kunden verteilt werden. Ob das überhaupt rechtens ist, wenn Uniper verstaatlicht wird, wird derzeit geprüft. Das Finanzministerium hat keine rechtlichen Bedenken und hält die Gasumlage für nötig. Dorthin, zu diesem normalisierten Markt, müssen wir eine Brücke finden. Und weil auf der Zwischenzeit gehen uns sonst zu viele Existenzen, zu viele Betriebe und Arbeitsplätze verloren. Wirtschaftsverbände wie auch die Union fordern, die Umlage sofort abzuschaffen. Die Gasumlage ist längst der weiße Elefant der Ampel. Alle wissen, die ist vor die Wand gefahren, aber keiner in der Regierung spricht es bisher offen aus. Die Gasumlage, ein Streitthema. Am Abend diskutiert der Bundestag darüber. Uniper, der Name setzt sich zusammen aus Unique für einzigartig und Performance für Leistungsfähigkeit. Doch die ist bei dem relativ jungen Unternehmen seit dem Ukraine-Krieg massiv angeschlagen. Denn wegen der reduzierten russischen Gaslieferungen musste Uniper kurzfristig Gas am Markt zu hohen Preisen kaufen. Der angeschlagene Versorger hat in 40 Ländern insgesamt etwa 11.500 Beschäftigte. Allein 5.000 davon in Deutschland, wo die Konzernzentrale ist. Spätestens seit das LNG-Terminal in Wilhelmshaven im Bau ist, gilt Uniper als Hoffnungsträger für warme Wohnzimmer im Winter. Schon kurz vor Weihnachten soll das Flüssiggas per Schiff anlanden. Niedersachsens Hafengesellschaft Enports baut den Anleger. Wir haben alles im Griff. Es läuft nach Zeitplan und wir werden Ende November fertig sein. Das ist eines der spannendsten Projekte, die wir bei Enports bisher durchführen durften. So umworben war Uniper nicht immer. Die Geschichte des Energieriesen beginnt 2016 mit der Abspaltung vom Mutterkonzern E.ON. Uniper galt als fossile Resterampe für Atom-, Gas- und Kohlekraftwerke. Doch dann kam das lukrative Geschäft mit dem russischen Gas. Uniper war 5. größter europäischer Importeur. 41 Milliarden Euro Umsatz vergangenes Jahr. Und jetzt Milliardenverluste. Vielleicht ein Grund, warum der Konzern weg will von der fossilen Energie. Wir sind es auch, die die Ersten sein werden, die in Wilhelmshaven dann nicht nur Erdgas importieren, sondern diesen Standort auch umbauen werden für den Import von Wasserstoff oder Ammoniak als Wasserstoffträger. Hochgesteckte Ziele. Spätestens mit der Großbaustelle in Wilhelmshaven hat auch ein großer Umbau des Energiekonzerns Uniper begonnen. Und damit weiter an die Börse. Uniper wird verstaatlicht. Stefan Wolf in Frankfurt. Wie sind die Reaktionen der Anleger? Ja, wenn der Staat 99% der Anteile übernimmt bei Uniper, dann haben die freien Aktionärinnen und Aktionäre exakt nichts mehr zu sagen in dem Konzern. Und das ist auch der Grund, warum sie die Aktien heute in Scharen verkauft haben. Uniper-Aktien jedenfalls sind heute noch einmal eingebrochen um über 30% auf 2,88 €, während Aktien der eigener Firma Fortum kräftig anziehen um fast 11%.
hängt natürlich mit dem außerordentlichen Geldregen zusammen, den Fortum vereinnahmen wird, wenn der Konzern seine verbliebenen Uniper-Aktien an den Bund verkauft. Der deutsche Aktienindex insgesamt kann leicht zulegen, um 75 Punkte oder 0,6% auf 12.746 Punkte. Das sind Warteschleifen vor der Entscheidung der US-Notenbank, die nach 20 Uhr sagen wird, wohin die Reise bei den Leitzinsen geht. Danke, Stefan Wolf, nach Frankfurt am Main.